und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und somit natürlich einem neuen Rezept mit mir. Wir machen heute Nutella und Frischkäseschnecken aus Blätterteig. Es ist wirklich ein herrliches Rezept für jede Party als Fingerfood. Ich habe das Rezept von meiner Freundin Giuseppina, die das letztens mit in die Arbeit gebracht hat für alle. Und ja, es ist einfach so leicht zu machen und so, so lecker. Und dann habe ich mir gleich gedacht, das ist ein Rezept für euch. Auf geht's! Für die Nutella-Schnecken brauchen wir eine Blätterteigrolle und natürlich Nutella. Und für die Frischkäserollen brauchen wir ebenfalls eine Blätterteigrolle, 300 Gramm Kräuterfrischkäse und frische Petersilie. Als erstes den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Dann könnt ihr die erste Blätterteigrolle einfach ausrollen und dann den Kräuterfrischkäse darauf verteilen. Das Ganze sollte natürlich ebenmäßig passieren, dass überall alles gleichmäßig ist, und einfach glatt streichen. Anschließend könnt ihr die Petersilie darauf verteilen. Ihr könnt natürlich auch Schnittlauch oder andere Kräuter nehmen. Dann könnt ihr die Blätterteigrolle einfach rollen. Ihr könnt euch natürlich auch mit dem Papier helfen, indem ihr das einfach so nach vorne schiebt. Und danach könnt ihr einfach die Rolle rückwärts wieder ins Papier rollen, denn die ganze Rolle muss dann für ungefähr 10 bis 15 Minuten in den Kühlschrank, damit man sie danach einfach besser schneiden kann. Jetzt könnt ihr die zweite Blätterteigrolle nehmen und einfach die Nutella darauf verteilen. Das ist hier eine schmierige Angelegenheit, aber es macht auch irgendwie Spaß. Außerdem kann man ja wunderbar naschen. Anschließend könnt ihr dann wieder den Teig zusammenrollen, diesmal etwas anders, und zwar einmal von jeder Seite bis in die Mitte. Und das Ganze könnt ihr dann etwas mit Wasser bepinseln in der Mitte und ein bisschen festdrücken, damit das dann auch schön klebt. Das wird nämlich eine sehr schöne Brezenform. Dann könnt ihr auch hier wieder das Papier falten. Achtung, dass die Nutella nicht auf den Teig gerät, und das Ganze in den Kühlschrank geben. Dann könnt ihr die Frischkäserolle wieder aus dem Kühlschrank nehmen und sie dann einfach zurechtschneiden und sie dann auch wieder ein bisschen rund modellieren. Da der Teig noch ein bisschen weich ist, kann das natürlich durch den Druck vom Messer ein bisschen alles quetschen. Und ja, anschließend gebt ihr das dann alles auf ein Blech. Und wer jetzt noch Lust hat, kann etwas Sesam auf die Frischkäseschnecken verteilen. Das Ganze kommt dann für ungefähr 20 Minuten in den Ofen. Solange die Frischkäseschnecken im Ofen sind, könnt ihr euch die Nutella-Blätterteigrolle nehmen und sie auch zurechtschneiden. Wenn es hilft, könnt ihr euch auch ein Glas mit heißem Wasser nehmen, dann schneidet es sich leichter. Und auch die könnt ihr hier wieder ein bisschen zurechtrollen, falls der Teig noch ein bisschen zu weich ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt an dieser Stelle noch ein paar Mandelsplitter auf die Nutella-Schnecken verteilen. Unsere Frischkäseschnecken sind fertig und dann kann auch schon die nächste Ladung in den Ofen. Und so sehen jetzt unsere Frischkäseschnecken aus. Und so sehen dann anschließend auch unsere Nutella-Brezenschnecken aus. Das Ganze könnt ihr jetzt einfach schön auf einem Teller platzieren. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Und so sehen unsere Kräuter-Frischkäseschnecken und die Nutella-Schnecken jetzt aus. So ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht und wie toll das aussieht. Ich finde es ja ganz toll, dass man hier verschiedene Schnecken hat. Hier so eine ganze und hier zwei Hälften eingerollt. Das finde ich auch super süß. Kann man zum Beispiel süß und salzig unterscheiden. Und was auch ganz toll ist, ihr könnt zum Beispiel auch Paprika-Frischkäse nehmen oder Tomaten-Frischkäse oder Naturfrischkäse und dann einfach Scheiben drüber legen, Lachsscheiben drüber legen und das dann zusammenrollen und auch in den Ofen geben. Und ja, also ihr könnt da wirklich viel mitmachen und die Gäste werden euch das garantiert aus den Händen reißen. Ja, das war's auch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben geben, und wenn ihr das nachmacht, dann postet mir doch bitte unbedingt ein Foto auf meine Facebook-Seite unter Kochen mit Melodie, da bin ich zu finden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin euch eine ganz, ganz tolle Woche. Tschüss!